Bei einem Blick auf die Weltkarte ist es nur ein Pünktchen. Und auch auf einer Europakarte nimmt es nicht gerade viel Platz in Anspruch. Mit seinen 130 Kilometern Länge und seiner höchsten Erhebung, dem nur 1244 Meter hohen Keilberg, zählt das Erzgebirge nicht gerade zu den Hochgebirgen. Dennoch gibt es weltweit kein anderes Gebirge, das für die Entwicklung des Bergbaus und des Hüttenwesens eine solche Bedeutung gehabt hätte wie gerade das Erzgebirge. Zu verdanken hat es dies den reichen Erzvorkommen, die ihm von Mutter Natur in die Wiege gelegt wurden. Fast alle Metalle, die das Mittelalter und die frühe Neuzeit kannten, wurden hier gewonnen. Seinem Erzreichtum verdankt dieses Gebirge auch seinen Namen, Erzgebirge. Auch der spätere tschechische Name Krušné hory hängt mit dem Bergbau zusammen. Das Verb krušit nämlich bedeutet Erz zerkleinern. Der außerordentliche Beitrag des Erzgebirges für den weltweiten Bergbau ist der Grund, weshalb die Montanregion Erzgebirge Krušné hory im Jahr 2019 als gemeinsames Erbe der Tschechischen Republik und des Freistaates Sachsen in die UNESCO-Liste des Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen wurde. Was macht das Erzgebirge so unvergleichlich, dass es neben solchen Denkmälern steht, wie etwa den Pyramiden von Gizeh, der Akropolis in Athen oder dem historischen Stadtkern von Prag? Die Hauptgründe sind: Erstens wurden im Erzgebirge Dutzende neuer Technologien und wissenschaftlicher Erkenntnisse gewonnen, die später in der ganzen Welt mit Erfolg Anwendung fanden. Allen voran die Erfindungen in Bezug auf die Hebung der Grubenwässer und die Erzverarbeitung. Zweitens verwandelten sich im Erzgebirge die rückständigen Grubenbetriebe des Mittelalters erstmals in der Geschichte in einen breit angelegten, zentral gesteuerten Industriezweig mit frühkapitalistischen Elementen, wodurch die Richtung zur späteren industriellen Revolution vorgegeben wurde. Das im Erzgebirge eingeführte, staatlich kontrollierte System der Bergbauverwaltung wurde zum Modell für weitere Bergbauregionen auf dem europäischen Kontinent und hatte auch weitreichenden Einfluss auf die Entstehung spezifischer Traditionen, die bis heute die Basis der ganz eigenen erzgebirgischen Kultur bilden. Und drittens ist das Erzgebirge ein auch im weltweiten Maßstab einzigartiges Beispiel für eine grenzübergreifende Montanlandschaft, die vom 12. bis 20. Jahrhundert durch den Abbau und die Verarbeitung eines ungewöhnlich breiten Spektrums von Erzen, vor allem von Silber, Zinn, Kobalt, Eisen und Uran, geprägt wurde. Die gut erhaltenen Montandenkmäler über und unter Tage zeugen von der Anwendung aller Haupttechniken des Abbaus und der Aufbereitung von Erzen ab dem Mittelalter bis zur jüngeren Vergangenheit. Das Welterbe Montanregion Erzgebirge Krušné hory besteht aus 22 Bestandteilen, die gemeinsam den außergewöhnlichen universellen Wert belegen. 5 dieser Bestandteile befinden sich im tschechischen Erzgebirge und 17 in Sachsen. Hierbei handelt es sich um einzelne Welterbestandorte oder Ensembles von Bauten und technologischen Anlagen, zumeist aber um ausgedehnte landschaftliche Einheiten. Alle diese Bestandteile wurden im Hinblick darauf ausgewählt, dass sie die wichtigsten Bereiche des Abbaus und der Erzverarbeitung sowie die einzelnen Abbauphasen des Erzgebirges repräsentieren. Sie vertreten somit auch die übrigen Montandenkmäler in der ganzen Region. Archäologen konnten nachweisen, dass im Erzgebirge schon in der Bronzezeit Zinnerze gewonnen wurden. Es dauerte dann fast 3000 Jahre, bis im Jahr 1168 beim heutigen Freiberg erstmals Silbererze gefunden wurden. In dem bis dahin menschenleeren Gebirge, der Grenzscheide zwischen Sachsen und Böhmen, setzte das erste sogenannte Berggeschrei ein, das den Grundstein für die Besiedlung des Erzgebirges und für seinen künftigen Ruhm legte. Nur wenig später legten die Erzschürfer auch die Zinnerzlagerstätten an den Aufschwemmungen der Bäche und Flüsse frei.
Zunächst nur am Fuße der Berge, wie dies bereits im 13. Jahrhundert bei Krupka der Fall war. Je mehr man zum Schürfen in höhere Lagen des Gebirges vordrang, desto mehr wurden auch primäre Zinnlagerstätten gefunden, sodass die Besiedlung nun in immer höheren Lagen Fuß fasste. Ein großes Verdienst kam dabei auch den Klöstern zu. So etwa den Zisterzienserklöstern Altzella und Ossegg im östlichen Teil des Erzgebirges oder dem Zisterzienserkloster Waldsassen und dem Prämonstratenserkloster in Tepla im Westen, die nicht nur zu Zentren der landwirtschaftlichen, sondern auch der bergbaulichen Kolonisierung der Region wurden. Da eine genau festgelegte Grenze zwischen Böhmen und Sachsen damals noch nicht existierte, wechselte die Bergbautätigkeit oft von einer Seite der Grenze auf die andere. Bis zum 14. Jahrhundert entstanden die ersten Bergstädte. Neben Freiberg und Krupka, Graupen, waren dies unter anderem Neudeck, Graslitz und Pressnitz, auf sächsischer Seite etwa Dippoldiswalde, Schwarzenberg, Lauenstein und andere. Ende des 14. Jahrhunderts aber trat ein wirtschaftlicher Rückgang ein. Zum einen waren die am leichtesten zugänglichen, oberflächennahen Teile der Lagerstätten ausgeschöpft. Und zum anderen verfügte man für den Abbau in größeren Tiefen noch nicht über entsprechende Technologien. Hinzu kamen, neben dem sich verschlechternden Klima, die Epidemien, von denen Europa damals heimgesucht wurde. Und nicht zuletzt wären an dieser Stelle auch die Hussitenkriege im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts zu nennen, in denen eine ganze Reihe von Städten geplündert wurde und viele Grubenbetriebe zum Erliegen kamen. Vor allem im böhmischen Teil des Erzgebirges kam die Besiedlung der Region fast zum Stillstand. Schlagartig änderte sich die Situation dann Mitte des 15. Jahrhunderts, nachdem im oberen Erzgebirge in kurzer Aufeinanderfolge reiche Silbererzlagerstätten gefunden worden waren. Zuerst in Schneeberg 1471 und in Annaberg 1491 und bald darauf auch in Joachimsthal 1516 und Marienberg 1519. Nun brach das zweite sogenannte Berggeschrei aus, das das Erzgebirge im 16. Jahrhundert in das größte Abbaugebiet und höchst entwickelte Technologiezentrum der Welt verwandelte. Ein Ort, wo die Kulturen aus vielen Ecken Europas zusammentrafen und von wo neue Technologien und wissenschaftliche Erkenntnisse sich nach ganz Europa und nach Übersee verbreiteten. Zu den umwälzenden Erfindungen, die im Erzgebirge gemacht wurden, gehörten in erster Linie die neuen Maschinen zur Hebung des Grubenwassers. Genannt sei vor allem die Kolbenpumpe, die um das Jahr 1540 für die Zinngruben auf dem Sauberg bei Ehrenfriedersdorf konstruiert worden war und das 1551 in Joachimsthal erfundene Feldgestänge, das die Energie des Wasserrads über eine Entfernung von mehr als einem Kilometer übertrug. Diese Maschinen machten es möglich, das Erz aus wesentlich größeren Tiefen als früher zu fördern. Bis zum 19. Jahrhundert stellten sie in ganz Europa die wichtigste Technologie zur Entwässerung der Gruben dar. Auch das sogenannte Nasspochen, das zu Beginn des 16. Jahrhunderts bei Altenberg eingeführt wurde und den Metallverlust beim Zerkleinern der Erze wesentlich verringerte, hatte eine immense Bedeutung für die Erzaufbereitung weltweit. Das Erzgebirge ist auf der ganzen Welt auch als der Ort bekannt, an dem die geologischen Wissenschaften geboren wurden. Einzigartige Verdienste daran hatte der Joachimsthaler Arzt Georgius Agricola, der bis heute als der Vater der Mineralogie und Lagerstättengeologie gilt. Sein Buch »Vom Bergwerk, 12 Bücher« über Bergbau und Metallurgie wurde nach seinem Erscheinen im Jahr 1556 für die kommenden 200 Jahre zum maßgebenden Lehrbuch der Bergbauwissenschaften auf der ganzen Welt. Im 16. Jahrhundert leistete das Erzgebirge auch einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des internationalen Währungssystems. Im Jahre 1520 wurde in Joachimsthal erstmals eine neue, große Silbermünze geprägt, der man nach ihrem Prägeort Joachimsthal den Namen Thaler gab.
Diese Taler wurden schon bald zu einem Synonym für die silbernen Handelsmünzen in ganz Europa und beeinflussten die Form der europäischen Währungssysteme bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Der Joachimsthaler Taler wurde am Ende sogar zum Vorgänger der heute meistverbreiteten Währung der Welt, des amerikanischen Dollars. Im Gleichschritt mit den Entdeckungen von immer weiteren Lagerstätten, vor allem von Silber und Zinn, nahm auch die Einwohnerzahl des Erzgebirges zu. Schnellen Reichtum vor Augen kamen Tausende von Bergarbeitern. Nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern auch aus dem Harz, aus Schlesien, Bayern, der Schweiz, Tirol und sogar aus England. Vom Ende des 15. bis Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden in schneller Aufeinanderfolge mehr als 30 neue Bergstädte. Auch in den höchsten Regionen des Gebirges. Das Erzgebirge wurde so zu dem am dichtesten besiedelten Gebirge der Welt. Nach dem Vorbild Marienbergs wurden viele Orte in Übereinstimmung mit den Prinzipien der idealen Renaissance-Stadt planmäßig angelegt. Typisch für sie sind ein nicht allzu großer Zentralplatz und eine rechtwinklige Anordnung der Straßenblocks. Dank des aus dem Bergbau resultierenden Reichtums wurden damals im Stil der Spätgotik und Renaissance viele prächtige Sakralbauten, prunkvolle Adelsresidenzen und Bürgerhäuser errichtet. Der Bergbau spiegelte sich nicht nur in der Architektur, sondern auch in der darstellenden Kunst, in Musik und Literatur sowie in anderen Lebensbereichen der Menschen des Erzgebirges wider. Hinter all diesem Reichtum stand die harte Arbeit tausender von Bergarbeitern, die nur mit einer Mindestausrüstung ausgestattet unter Tage Stollen und Schächte vorantrieben, um das begehrte Erz zu finden und abzubauen. Das ganze Erzgebirge ist daher von einem Netz unterirdischer Strecken durchzogen, die zusammengenommen Tausende von Kilometern messen. Mit etwas Übertreibung könnte man sagen, dass die Bergmänner des Erzgebirges die Erde gleich mehrere Male durchbohrten. Dabei entstanden die Grubenbaue bis zum 19. Jahrhundert zumeist nur mit Hilfe von Schlägel und Eisen, dem grundlegenden Bergmannswerkzeug, das auch auf den Bergbauwappen verewigt wurde. Ein weiteres Hilfsmittel der Bergmänner war, neben dem Schwarzpulver, auch das Feuer. Man zündete unter Tage eine große Fuhre Holz an und konnte das Gestein dann infolge der großen Hitze, durch die es aufgelockert wurde, problemlos ablösen. Dieses Verfahren nannte man Feuersetzen. Aber auch so betrug die gewöhnliche Abbaugeschwindigkeit nur 2 bis 3 Zentimeter pro Tag. Der Vortrieb eines 1 Kilometer langen Stollens konnte daher bis zu 10 Jahre dauern. Ein Beleg für die Arbeit der Bergmänner des Erzgebirges sind nicht nur Stollen und Schächte, sondern auch über- und untertägige Abbaustöße, die schon im 16. Jahrhundert oft gigantische Ausmaße erreichten. Zu den übertägigen Belegen gehören beispielsweise die Altenberger Pinge, die Wolfspinge bei Horní-Blatná und die Rote Grube bei Hřebetšná. Zu den imposantesten untertägigen Räumen zählen die Abbaustöße in der Grube Mauritius in Hřebetšná, in der Grube Johannes in Zlatikopec bei Božidar oder im tiefen Bühnau-Stollen in Zinnwald. Zum Betrieb der Gruben, Aufbereitungsanlagen und Hütten waren bis zum 19. Jahrhundert große Wassermengen erforderlich. Wasser als Hauptenergiequelle trieb die Wasserräder der Förder- und Wasserfördermaschinen, der Pochwerke und Waschwerke, Hämmer, Sägen und Grubenlüfter an. In allen Grubenrevieren entstanden daher ausgeklügelte Wasserwirtschaftssysteme, die das Wasser dorthin leiteten, wo es gebraucht wurde. Eines der weltweit ausgedehntesten Wassermanagementsysteme wurde im 16. bis 19. Jahrhundert im Freiberger Revier errichtet. Das ganze Zuführungssystem, das im Wesentlichen bis heute betriebstauglich ist, ist rund 70 Kilometer lang und besteht aus vielen Wassergräben, unterirdischen Röschen und 11 Bergteichen. Im tschechischen Erzgebirge befindet sich unter anderem der Plattner Kunstgraben, der schon seit dem 16. Jahrhundert Wasser über eine Entfernung von 13 Kilometern von Božidar nach Horní-Blatná leitet.
Der 30-jährige Krieg bedeutete das jähe Ende der Blütezeit des Erzgebirges. Das Wüten der kaiserlichen und der protestantischen Truppen, Hungersnöte und Epidemien sowie eine Massenemigration, das alles führte zum Verfall oder sogar zum völligen Erliegen des Bergbaus. Besonders deutlich wurde dies im böhmischen Erzgebirge, wo während der Gegenreformation tausende lutherischer Familien lieber ins Ausland emigrierten, als den katholischen Glauben anzunehmen. Unweit der Grenze entstand so in Sachsen eine Reihe neuer Siedlungen und Städte, zu denen auch Johanngeorgenstadt, die jüngste Bergstadt des Erzgebirges, gehörte, die 1654 von Exulanten aus der nahegelegenen Bergstadt Platten, heute Horniblattna, gegründet wurde. Infolge des Niedergangs des Bergbaus entwickelten sich im Erzgebirge spezifische Ersatzhandwerke und Produktionen, so etwa das Spitzenklöppeln, die Holzschnitzkunst und die Spielzeugherstellung sowie der Instrumentenbau. Die Fertigungsverfahren und die Motive, die bei den hergestellten Gegenständen Anwendung fanden, standen oft in Bezug zum Bergbau. Zur Wiederbelebung des Bergbaus nach dem Dreißigjährigen Krieg trug in besonderem Maße eine weitere Entdeckung des Erzgebirges bei, die Produktion von Kobaltfarbe, die sich in der Umgebung von Joachimsthal und Platten, vor allem aber bei Schneeberg, entwickelte. Blaue Kobaltfarben, die insbesondere zum Färben von Glas und Porzellan verwendet wurden, wurden zu einem der wichtigsten Exportartikel des Erzgebirges. Exportiert wurden sie bis in die Niederlande und nach Venedig. Nachdem zu Beginn des 18. Jahrhunderts der Prozess für die Porzellanherstellung im Erzgebirge entdeckt worden war, wurden Kobaltfarben auch bei der Herstellung des weltberühmten Meißner Zwiebelmusters verwendet. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war das Erzgebirge weltweit größter Hersteller von Kobaltfarbe. Davon zeugen bis heute neben den zahlreichen Gruben und Aufbereitungsanlagen, die sich bei Schneeberg erhalten haben, auch der letzte erhaltene Betrieb zur Herstellung von Kobaltfarbe, das Schindlersche Blaufarbenwerk. Der erneute Aufschwung des Bergbaus im 18. Jahrhundert war nicht möglich ohne die dafür erforderliche Anzahl erfahrener Bergbauexperten. 1716 entstand in Joachimsthal die erste staatliche Bergschule der Welt, die zum Vorbild für ähnliche Schulen anderswo in Europa wurde. Von entscheidender Bedeutung war im Jahr 1765 die Gründung der Bergakademie in Freiberg, die älteste heute noch existierende Bergbauuniversität der Welt. Ihre Studenten verschafften sich nicht nur in Sachsen, sondern auch in Bergbauregionen auf der ganzen Welt Geltung und machten sich um die Entwicklung der technischen Wissenschaften verdient. Zu ihren Studenten zählten unter anderem Abraham Gottlob Werner, der als einer der Väter der modernen Geologie gilt, der weltberühmte Naturwissenschaftler Alexander von Humboldt, der Universalgelehrte Michail Lomonossow, Christian Brendel, der die Wassersäulenmaschine, mit denen das Wasser aus einem Bergwerk befördert wurde, entscheidend perfektionierte, und Clemens Winkler, der Entdecker des chemischen Elements Germanium. Ende des 18. Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts verwandelten sich die bis dahin zersplitterten Gruben- und Hüttenbetriebe langsam in große Industriekomplexe mit Tausenden von Beschäftigten. Zu der umfassendsten Zentralisierung kam es in Freiberg, wo unter anderem der Industriekomplex Himmelfahrt-Fundgrube entstand, der im 19. Jahrhundert zu den größten Grubenunternehmen Europas avancierte. Ein Teil von ihm bildeten auch die Gruben Reiche Zeche und Alte Elisabeth, die von der Bergakademie Freiberg bis heute als Forschungs- und Lehranstalt verwendet wird. Durch die Verbindung der älteren Hütten entstanden große Hüttenkomplexe in Muldenhütten und Halsbrücke bei Freiberg, die eine Reihe der von der Freiberger Universität entwickelten Technologien zu ihrem eigenen Nutzen anwenden konnten. Eine Zentralisierung der Gruben wurde auch in Schneeberg, Joachimsthal-Jachimov und anderswo vorgenommen. Im 19. Jahrhundert entstand langsam auch eine Nachfrage nach bis dahin ungenutzten oder neu entdeckten Metallen, wie etwa Zink, Wolfram, Mangan oder Nickel.
Eine absolut erstrangige Rolle aber spielten in der Geschichte des Erzgebirges vor allem die Uranerze, die im Erzgebirge zum ersten Mal überhaupt beschrieben, systematisch gefördert und anfangs für die Uranfarbenproduktion verarbeitet wurden. Nachdem Marie Curie und ihr Ehemann Pierre im Jahr 1898 in einem Rohstoff aus Joachimsthal die beiden ersten radioaktiven Elemente, Polonium und Radium, entdeckt hatten, besaß Joachimsthal das Monopol bei der Herstellung von Radium. 1906 wurde hier das erste Radonbad der Welt eröffnet. Bis zum Zweiten Weltkrieg war Joachimsthal bzw. Jachimov größter europäischer Uranproduzent. Nach dem Zweiten Weltkrieg übertraf der Uranbergbau in seinem Ausmaß und mit seinen Folgen alles, was das Erzgebirge bis dahin erlebt hatte. Zuvor aber ereignete sich im böhmischen Erzgebirge ein Massenexodus der Bevölkerung, der den nach dem Dreißigjährigen Krieg noch bei weitem in den Schatten stellte. Mehr als 90% der alteingesessenen deutschen Einwohner mussten in den Jahren 1945 und 1946 ihre Heimat verlassen. Dadurch verwandelte sich das böhmische Erzgebirge in einen stellenweise menschenleeren Raum, in dem hunderte ehemaliger menschlicher Siedlungen aufgehört hatten zu existieren. Schon 1945 weckte das Erzgebirge das besondere Interesse der Sowjetunion, die Uran für den Bau einer Atombombe benötigte. Zu den Uranbergwerken in Jachimov kamen bald ungleich ergiebigere Gruben in der Umgebung von Schlemmer, Alberoda und anderen Orten in Sachsen dazu. Auf der Jagd nach Uran wurden hunderte Schächte und tausende Kilometer Grubenstrecken vorangetrieben. Die Landschaft wurde durch riesige Abraumhalden völlig verändert. Auf sächsischer Seite verlief der Abbau unter der Regie einer sowjetischen Aktiengesellschaft mit dem Decknamen Wismut, später unter der sowjetisch-deutschen Gesellschaft SDAG Wismut. Wismut war der viertgrößte Uranproduzent der Welt und sozusagen ein Staat im Staate, der mehr als 100.000 Menschen beschäftigte. Der Uranabbau in Sachsen währte bis zur deutschen Wiedervereinigung 1990. Danach nahm die Bundesregierung ein auch im internationalen Maßstab einzigartiges Sanierungsprogramm in Angriff, das auf die Rekultivierung der Halden der Urangruben und auf die Erneuerung der vom Abbau ruinierten Landschaft abzielte. Auch auf tschechischer Seite lag der Uranabbau in sowjetischer Hand. Zur Bereitstellung von Arbeitskräften entstanden bei den Gruben zahlreiche Arbeitslager, bei deren Insassen es sich vor allem um politische Häftlinge handelte. Zum Symbol dieser dunklen Etappe wurde der Ruda Wieś Smrti, der rote Turm des Todes, bei Ostrow, wo die politischen Häftlinge nicht nur einer unmenschlichen Behandlung, sondern auch tödlichen Dosen der radioaktiven Strahlung ausgesetzt waren. Der Uranabbau in Jachimov endete 1964. Die Jachimower Grube Svornost, die älteste in Betrieb befindliche Grube der Welt, dient nach wie vor zum Abführen des Radonwassers zum hiesigen Kurbad. Die einzigartige montane Vergangenheit des Erzgebirges und seine globale Bedeutung für die Entwicklung des Bergbaus dokumentieren hunderte von Denkmälern über und unter Tage, die zum UNESCO-Welterbe gehören. Dieses Erbe kann man in mehreren Besucherstollen, auf übertägigen Grubengeländen, in Bergstätten und malerischen Dörfern, in vielen Museen und auf zahlreichen Lehrpfaden kennenlernen. Man kann die Besichtigung der Montanregion auch mit attraktiven Radtouren, Wanderungen und sonstigen Erholungsmöglichkeiten in der eindrucksvollen Landschaft des Erzgebirges verbinden. Der Bergbau hinterließ im Erzgebirge jedoch nicht nur eine unerschöpfliche Menge materieller Denkmäler, sondern auch ein reiches immaterielles Erbe, das bis heute die Grundlage vieler tief verwurzelter Traditionen bildet. Er ist immer noch ein bestimmender Faktor der Identität der Montanregion Erzgebirge Krušnohoří und ihrer Bewohner. Einer Region, die dank des Bergbaus zu einem UNESCO-Welterbe wurde.